Floris von Bommel ist bei uns zu Gast. Am 9. Oktober hat das Flagship Store in Köln auf der Ehrenstraße eröffnet und nächstes Jahr gibt es auch einen Store hier in Düsseldorf an der Grabenstraße, Mittelstraße. Da solltet ihr auf jeden Fall hin, aber wir werden da definitiv noch von berichten. Hier stehen ein paar wunderschöne Modelle von Floris von Bommel, aber ihr könnt natürlich auf seiner Website florisvonbommel.de euch weitere Modelle anschauen. We were just talking about the production and that sustainability is a big topic for your company. Why do you think it's so important in this day and age? Well, I think it's the media, for the media it's really important. For us as a company, we've been producing shoes for 280 years, and I don't think lots of things have changed. The regulations have become different, but it's not something we as a company focus a lot on. Because you don't have to, because you've always been producing in Holland, and you're not, you know, going to China to do your shoes. Also Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, aber das war es schon immer. Die Firma von Bommel hat schon seit 280 Jahren in Holland produziert. Das machen sie immer noch. Wir haben ja vorhin noch ein Video gesehen aus den Produktionshallen. One of your great loves is music. We were talking about that you like to listen to singer-songwriters. With Jay Brennan you worked, and you also like to listen to rock, and you make music yourself. What do you play? Yes, I play guitar and I sing. And you sing. I like to sing. And you, that means you can combine both work and pleasure. You have done a couple of advertisements with your music. And we have one here that we're going to have a look at. It's in Dutch, also it's in Dutch. In Holländisch, aber es geht ja die Musik, also einfach mal zuhören. Parijs, Londen, Milaan. Ik lees veel bladen. Internationale modemagazines, maar ook gewoon lifestyle bladen. Maar ik kijk natuurlijk ook gewoon naar wat mensen op straat dragen. Uiteindelijk worden daar de echte trends gezet. Daarnaast bezoeken we beurzen en trendseminars. En aan de hand van al die invloeden stellen we uiteindelijk de collectie samen. Da haben wir das falsche Video rausgenommen. You're talking about the music that you make. No problem, but mistake. It was on the end a few seconds, but. But only a tiny bit. How do you get your inspiration, and what kind of music do you like to write yourself when you do your own music? I don't know where I get my inspiration from. It just drops from the sky, out of the sky, in my head. And do you listen to music all the time, or do you need time where you have like silence in your head to be creative? I like to listen to music all the time. Really? In my office, I have two screens for my computer, and one screen is always Spotify. So I like a real DJ in my own office. I can play whatever I want. Also er macht gerne selber Musik und hört auch immer Musik. Hat in seinem Büro zwei Screens. Auf einem läuft immer Spotify und da hört er halt alles. Die ganze Zeit ist ein eigener DJ und braucht die Musik, um auch kreativ zu sein. I thought it was a very creative idea that when you opened your store in Cologne that you spent a couple of days in Cologne and got to know some of the things that are very special for Cologne. I'm going to show a video. Wir zeigen euch jetzt ein Video von Floris von Bommel in Köln, während sich eben auf den Store Opening in Köln vorbereitet hat.
Floris war also überall in Köln unterwegs, unter anderem auch im Pfeifenclub und hat gerade erzählt, als das Video lief, dass ihm etwas schlecht geworden ist, weil er eigentlich nicht raucht und da den ganzen Tag rauchen musste. Will you be doing the kind of same thing for Düsseldorf? And what would you like to visit in Düsseldorf when you're there? I'm not sure if we do it for Düsseldorf. But if we do it, I would like to visit the Düsseldorfer Dinosaur Club. Do they have one? I don't know. Well, we'll look it up for you and then you can go there for sure. Also zum Dinosaurier-Club in Düsseldorf. Wenn es euch gibt, dann meldet euch bei uns und wir werden das an Floris von Baumel weitergeben. We'd love to have you back when you open the store here in Düsseldorf. Thank you so much for your time today and good luck for the future with all your designs and your label, Floris von Baumel. Wie gesagt, alle Infos bei uns auch auf der Website auf nrw.tv und yes, thank you so much for your time and come back soon. Dankeschön.